Die S-Klasse steht schon seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts für die Luxuslimousine, die Maßstäbe setzt. Die obenliegende Nockenwelle, die Sicherheitsfahrgastzelle mit Knautschzone, Scheibenbremsen, Luftfederung, ABS, Airbags, Gurtstraffer, Antischlupfregelung, Sprachsteuerung, elektronische Parkhilfe, ESP, der Abstandsregeltempomat, Pre-Safe und Active Body Control, all das gab es zuerst in Mercedes' größter Limousine. Seit mehr als 5 Jahrzehnten steht der Buchstabe S bei Mercedes-Benz für automobile Luxusklasse und nicht zu vergessen und vielleicht sogar noch wichtiger, für absolute technische Kompetenz und Neuerungen. Grund für uns und eine vernünftige Version der S-Klasse, nämlich die mit dem 320er Common Rail Dieselmotor, allerdings gespickt mit allen technischen Innovationen, die es zurzeit am Markt gibt, näher anzuschauen. Was also kann die neue S-Klasse? Zunächst einmal fällt das Design wohltuend auf. Der neue Luxus-Mercedes ist rundherum gelungen. Wirkt so gediegen und gleichzeitig sportlich, wie man sich als jemand zeigen will, der mindestens 80.000 Euro für ein Auto ausgibt. Die neue S-Klasse ist ein Riesenschiff, da kann man nicht herumreden drum. Über 5 Meter lang und trotzdem haben es die Designer geschafft, das Auto sehr dynamisch und spritzig darzustellen durch die verschiedenartigen Kanten, natürlich auch durch das dynamische Gesicht. Bleiben wir gleich beim dynamischen Gesicht. Hinter diesen Klarglas-Scheinwerfern, da verbirgt sich wirkliche Lichttechnologie, nämlich Big-Xenon-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht. Gehen wir gleich weiter. Diese Sachen, die Sie hier sehen, zum einen die Abstandswarnung, das heißt, wenn man den Tempomat einschaltet, wird via Laser- und Radarmessungen der Abstand zum Vordermann gemessen und das Auto automatisch eingebremst. Diese Kamera hier, die ist ganz speziell, ist nämlich ein Nachtsichtgerät. Wie es funktioniert, das zeigen wir Ihnen im Display drinnen. Durch 2 starke Infrarotscheinwerfer wird die Straße ausgeleuchtet, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Eine Kamera liefert das Bild dorthin, wo normalerweise der Tacho ist, also direkt ins Blickfeld. Weitere technische Highlights in der neuen S-Klasse sind das Airmatic-Fahrwerk mit optionaler Active Body Control. Ein Bremssystem mit Radar, die 12-Wege-Vordersitze, die den Fahrer in schnellen Kurven selbsttätig stützen, die elektrische Feststellbremse, der Parkassistent, eine optionale Sitzbelüftung und der schmutzabweisende nano-versiegelte Lack. Unter der mächtigen Motorhaube der Mercedes S-Klasse sind natürlich auch jede Menge mächtiger Motoren zu finden. Wenn wir von oben anfangen, S600 Biturbo aufgeladenes Triebwerk mit 517 PS. Das macht natürlich Spaß, sauft natürlich wie ein Loch, ist aber für eine bestimmte Klientel das Maß aller Dinge. Wir gehen es ein bisschen ruhiger an mit dem wohl vernünftigsten Aggregat, das man in der S-Klasse finden kann, nämlich dem 320er CDI-Motor, ein 3 Liter großer Common Rail Diesel, der 235 PS leistet. Und angesichts der Tatsache, dass man es mit einem über 5 Meter langen Auto zu tun hat, könnte man meinen, das reicht nicht. Großer Irrtum, denn die Souveränität des Motors, gepaart mit der wirklich feinen 7-Gang-Automatik, ist wirklich fantastisch. Das heißt, fahrbetriebstechnisch, wenn man drinnen sitzt, sich in einer anderen Welt befindet und den relativ kleinen, unter Anführungszeichen, Diesel startet, dann kommt man wirklich anstandslos und in jeder Situation überall hin. Das Schöne dabei beim Tanken, da kostet es nicht viel, denn wir sind im Test mit dem S320 CDI mit 4MATIC, also permanentem Allradantrieb, mit 11 Liter im Schnitt unterwegs gewesen. Der von uns getestete Mercedes S320 CDI 4MATIC verfügt über einen V6 Dieselmotor mit 235 PS und 2987 Kubikzentimeter Hubraum. Maximales Drehmoment 540 Newtonmeter bei 1600 Umdrehungen die Minute. Beschleunigung von 0 auf 100 in 7,8 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 245 km/h.
Durchschnittsverbrauch 8,7 Liter. Der Preis unseres Testwagens 117.671 Euro und 4 Cent.